Wir haben bisher 22 Adressen generieren können und daraus sind 15 Kundenbesuche erfolgt. Die 15 Kundenbesuche sind Kunden, die man vielleicht vorher nicht hat erreichen können. Außerdem hat man ja heute vielfach das Problem, dass man zum Beispiel mit einer Zeitungsanzeige oder auch mit Printwerbung eben nicht mehr den Kunden erreicht. Denn Zeitungen werden ja kaum noch gelesen und irgendwelche Bannerwerbung auf irgendwelchen Tankstellen werden auch nicht gesehen. Im Internet sind alle, jeder hat ein Handy und bei Facebook oder auch Instagram schauen heute alle. Also mein Name ist Jörg Großegesse. Ich bin die fünfte Generation bei der Glaserei Heim GmbH. Wir befassen uns hauptsächlich mit beheizbaren Wintergärten, aber auch Kaltwintergärten und Terrassendächern und bieten diese von der Produktion bis zur Montage an. Ich habe über Portale Adressen eingekauft, also Leads eingekauft, die leider nicht so gehaltvoll wurden in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren. Und ich bin auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Werbeformen. Ich habe eine Werbung gesehen von A&M zu dem Thema und wurde dann auf meine Anfrage hin von Alexander angerufen, der mir sein Unternehmen vorgestellt hat. Und ich fand das Konzept sehr interessant und werde es also auch entsprechend weiterverfolgen. Ich war eigentlich nicht skeptisch, weil es für mich natürlich eine neue Werbeform ist und weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass also meine Zielgruppe aktiv bei Facebook tätig ist. Das heißt also im privaten Bereich. Man wird an die Hand genommen, man bekommt Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, sei es also bei der Leadverfolgung, sei es also bei den Kontaktversuchen. Man bekommt eine Organisation halt mitgeliefert und man wird auch weiter betreut. Bei den Leadportalen ist es also so, die haben früher für meinen Bereich, ich kann nur für meinen Bereich sprechen, die haben also früher mit qualitativ hochwertiger Handwerksdienstleistung Werbung getrieben. Heute werden also eher günstige Preise beworben und dadurch hat sich für mich die Abschlussquote drastisch verschlechtert. Ich lege Wert auf Werbung für mich selbst natürlich, wo ich also auch keinen weiteren Mitbewerber habe. Und ferner lege ich Wert auf qualitativ hochwertige Leads, wo sich also die Kunden oder zukünftigen Kunden dann also auch im Klaren sind, dass eine Dienstleistung eben nicht zum Discountpreis zu haben ist. Eine hochwertige Dienstleistung nicht zum Discountpreis zu haben ist.